So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Railroad Tycoon 3. Und wie gewohnt sind unsere Investoren auch begeistert von uns. Hier ist Oldenburg. Wir haben noch keine Stadt hinter Deutschland angeknüpft. Wir haben aber zu allem Zugriff, oder? Wo ist denn das? Nein, hier haben wir gar nicht. Kann Zugangsrechte zum Legen von Gleisen zu betreiben. Leider verfügen sich nur. Aha. Das heißt, wir dürfen nur in Deutschland oder in Österreich bauen. Okay. Ich kann ja froh sein, dass wir noch nicht angefangen haben, die Grenzen zu bauen. Ist teuer, ne? Zum Beispiel in Frankreich können wir gar nicht erwerben. So ist ja auch klar. Von Kriegsgegnern. Wir wollen das von Kriegsgegnern schon erwerben. Die Wirtschaftsprognose sieht ein gesundes Wachstum voraus. Investoren jubeln angesichts der wachsenden Wirtschaft. Neuer Arbeiterfeiertag. Das ist teilweise komisch, wie wir jetzt hier schneiden. Ich habe gerade geguckt, ob das Kabel überhaupt richtig drin ist. Ist einfach schön, die Musik. Ist ja Deutschland noch ganz groß, ne? Ist Polen oder was? Russland. Das alte Deutschland, ne? Ist man ja auch hier. Aber wir haben schon wieder so viel Geld. Ich muss was ausgeben. Neubrandenburg. Ey, jetzt haben wir bald Stettin erreicht. Hier machen wir mal geradeaus durch. Ja, was baut ihr für Brücken? Oh. Ich sehe, davor hatte ich jetzt Angst. Weil er schafft es aber noch. So, eine schöne Meeresroute. Oh, wir haben nicht mehr genug Geld. Ich hau das dann ganz gerne immer auf den Kopf. Stettin, wir kommen. Ich binde jetzt zuerst Stettin an. Weil dann kriegen wir ja wieder 100. Ich dachte, wir kommen da nie an. Muss man gerade ganz kurz nachgucken. Oh, nicht mehr viele Jahre. Aber auch nicht mehr viele Städte. Was brauchen wir für Gold? Verwenden Sie 40. Oh, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Von 20 Malen sorgen Sie für 10 Millionen an Industrie gewinnen. Das schaffen wir ganz bestimmt nicht. Na, bis jetzt. Oh, Industriegewinn 50.000. Das müssen wir erreichen. 10 Millionen. Nicht gut. Okay, Gold können wir knicken. Wills, mach ich auch schon mal. Da gibt es schönen Bahnhof von dem Architekten 100 Wasser. Das nochmal dazu. Och, wir haben ja schon wieder Unmengen an Geld. Ich lenke mich gerne mal ab. Und wir haben direkt das Geld wieder zurückgekriegt. So, das muss ich einmal ganz kurz gucken. Ach du Schande, da befindet sich natürlich jetzt gar nichts. Das heißt, die ganze Reparaturstation für ganze...
bevor wir da Züge hinschicken, ja, weiß ich noch nicht. Teuer, wir sparen erstmal Geld. Weil wir machen dann hier nochmal einen extra Zug. Denn so viele Züge haben wir ja noch nicht. 5. Sind begeistert. Wir verdienen schon 25.000. Okay, ein bisschen KI hätten wir ruhig einstellen können. Schön. Echt idyllisch. Wir beobachten mal wieder einen Zug. Wir beobachten mal ihn hier. Was wird das? Nennt er das beladen? Die sind aber auch ganz schön fett beladen, fällt mir gerade mal so auf. Ist nicht so, dass sie so gut wie leer sind. Oh, der hat Vorfahrt. Sieht ist auch mal witzig, wie sie sich dann auf einem Gleis streiten. Echt gibt es ja so Ausweichgleise, aber es gibt hier, geht ja hier auch um das Wirtschaftssystem im Prinzip. Gar nicht um den Realismus. Da habe ich noch ein ganz anderes Spiel für, wie es darum gehen soll. Aus beiseite. So. Interessant. Warum wartet der da so lange? Okay, es geht weiter. Alarmvorfall hier. Und episch beladen sind wir auch nicht gerade. Käse. Fahrgäste und Holz. So. Bremen. Wir sind die Bremer Stadtmusiker. Jetzt haben wir wieder viel zu viel Geld. Ey, ich wusste es. Jetzt können wir auch Rostock anbinden. Das Problem ist, zum Sackbahnhof. Das reicht. Guck mal, wie in der echten Stadt. Hier. In der Innenstadt, wo der Bahnhof auch steht. Jetzt habe ich hier mal Sackbahnhof im Prinzip. Was ist denn jetzt los? Die Kamera hat sich nicht bewegt. Können wir jetzt hier nicht so schön durch die Stadt schlängeln? Natürlich können wir das. Ja, auf Rügen. Da ist nur leider nix. Müssen wir jetzt einen großen Bahnhof? Okay, so große Straße sind jetzt auch nicht. Die Investoren sind einigermaßen erfreut.
zukaufen. Warte mal. Verdammt, die CD-Hülle. Muss man gerade nachgucken, wann der nächste Zug kommt. Vielleicht warten wir dann noch ein bisschen. Den klugen Zettel wieder rausgeholt. Wir sind jetzt 1900. Bitte warten. Oh, nicht gut. Denn, ja. 1904 wird die erste Elektrolok kommen. Das heißt, bis da müssen wir wahrscheinlich alles elektrisieren. Ich weiß nicht, ob wir diesen, ob wir das überstehen werden, diesen Wechsel. Ich habe das nämlich schon des Öfteren geschafft, das nicht zu überstehen. So. Weil die Gesellschaft, ach, na super. Ach, das ist D. Okay, das ist wahrscheinlich dann die letzte Meldung des Vorstands oder so. Warte mal, wir haben hier das hier, ne? Wo haben wir das davor? Hier. Das ist natürlich eine ganze Menge. Bei den Zügen geht es eigentlich mal ganz gut. Die haben auch relativ wenig Pannen. Das heißt eigentlich nur Gutes. Ja, Berlin! Ich komme, Berlin! Warum ist denn hier so eine Steigung? Bisschen hakelig, schade. Das war mein Hauptziel. Es zu schaffen, Berlin anzubinden. Oh, das Gebäude kostet 200 km, wir haben genau 0 gehabt. Okay. Zugkräftigere Lokomotiven erhöhen, ermöglichen den Bau größerer Waggons mit 40 Tonnen Fracht statt Waggons mit 20 Tonnen. Eine Lokomotive, die früher 6 alte Waggons mit 50 Meilen ziehen konnte, zieht bei dieser Geschwindigkeit heute nur 3 neue Waggons. Reduzieren Sie die Anzahl der Waggons in Ihren Zügen oder rüsten Sie die alten Lokomotiven auf. Die gute Nachricht, mehr Produktion in der Industrie bedeutet, dass die Eisenbahn so viele Waggons wie bisher transportieren wird, auch wenn die neuen Waggons größer sind. Die schlechte Nachricht, der heftige Wettbewerb lässt keine Erhöhung der Preise zu, um den Transport der größeren Waggons zu kompensieren. Das bedeutet im Klartext, wir müssen die ganz alten Loks von hier oben ersetzen. Ach, die Bahn können wir lassen. Wir haben jetzt so viel, da blicken wir sowieso nicht mehr durch. Oh, hier drauf wollte ich klicken. Höher oder tiefer? Tiefer. This is Berlin. Mit einem eigenen Museum. Sonderausstellung North Art. Zaumzeug und Gärten, das wollte ich nicht wissen. Wie wir Konzernfinanzen schonen und warum wir sowieso keine Rente brauchen. Die Wirtschaft verlangsamt sich. Normales Wirtschaftswachstum für die nahe Zukunft vorausgesagt. Neuer Arbeitsfeiertag? Hab keinen Arbeitsfeiertag. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Railroad Tycoon 3. Bis dahin. Tschüss.